Als ich in Minerva kam, war ich etwas erstaunt, weil die hier sehr viele Fächer haben, die auf Englisch unterrichtet werden. Also jetzt haben wir gerade Science gehabt und wir können hier eigentlich alles mega gut lernen. Also man lernt nicht nur Science, wir lernen dabei auch gerade Englisch. Also wie Multitasking. What you have is in the universe, there's actually no water or air to send the hot air or the hot heat. Das ist etwas vom Tollsten, was ich an Minerva finde. Es gefällt mir sehr, die Immersionsklasse. Also ich habe jetzt in diesen 5 Jahren halt sehr viel Englisch gelernt und ich finde das ein Vorteil, weil es halt wichtig ist, dass man Sprachen lernt. Dann wird das Englisch auch unterteilt in Levels. Also können die Besseren müssen sich nicht langweilen im Unterricht und die mit weniger Fähigkeiten sind nicht komplett überfordert. I think it's cool, really cool. In der Lernwelt tut man selbstständig arbeiten, tut man sich selber Sachen beibringen. Und nicht so wie beim alten System, wo die Lehrer alles sagen, was man machen muss. Man gibt sich auch selber Hausaufgaben. Man tut selber planen, was man alles macht in diesen 2 oder 3 Stunden. Das Fachcoaching haben wir 2-mal pro Woche, jeweils 40 Minuten Deutsch und Mathe. Also wenn ich zu einem Thema keine Ahnung habe, dann gehe ich zum Experten und frage, ob er mir helfen kann. Die Experten sind andere Kinder von der Lernwelt, die in dem Thema sehr gut gesehen sind. Die werden dann vom Lerncoach zum Experten ernannt. Das Wichtigste in der Lernwelt ist, dass ich mich organisiere, weil später in meiner Arbeit muss ich das auch können und es läuft mir keiner hinterher und sagt mir, was ich machen muss. Meine Lehrer begleiten mich und helfen mir in Situationen, wo ich nicht so gut rauskomme. Und das ist sehr gut, weil dann fühle ich mich auch wohl. Im Gegensatz zu anderen Volksklassen können wir hauptsächlich im Klassenzimmer bleiben. Wir können Laptops benutzen, vor allem eben Moodle und Gradebook. Das mit den Laptops ist natürlich auch ein riesiger Vorteil. Sehr viele Sachen im Unterricht, die gar nicht möglich werden, wenn man es mit Stift und Papier machen würde. Die Lücke, die ich in Fächern wie Mathe habe, kann ich in den 3 Coachingstunden aufarbeiten. Mir helfen die sehr, weil sie mir Zeit geben und ich die Unterstützung bekomme, die ich an öffentlichen Schulen nicht habe. Als ich ins BG1 gekommen bin, konnte ich kein Wort Deutsch. Ich war 4 Tage in der Schweiz und ich habe gemerkt, dass es sehr schnell gegangen ist und dass andere Schüler und Lehrer sehr hilfreich waren. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich jetzt fast keine Mühe mehr habe mit dem Deutsch. In dieser Schule ist es kein Problem, wenn jemand gesundheitliche Probleme hat und viel fehlt, weil es gibt Coachingstunden und auch Angehörstunden, wo man alles sehr gut nachholen kann. Der Lehrer unterstützt einen auch sehr und man bekommt auch extra Blätter. In der Aufgabenstunde können wir vorne die Hausaufgaben nachschauen. Wir können selber an den Hausaufgaben arbeiten und wir können auch auf die Lehre zugehen, wenn wir etwas nicht verstehen. Wir hatten sehr spezielle Lager. Wir sind Kanu fahren, wir sind klettern, wir haben eine Wanderung gemacht über die Alpen, was ich nicht denke, dass das jede Schule macht. Also, wir hatten wirklich sehr tolle Lager und also, es sind wirklich unvergesslich. Das ist dann halt schon toll, dass man wirklich hier im Pausenhof essen kann, dass es in der Schule eine Mensa und einen Picknickraum hat, dass man nicht einfach am Mittag irgendwie die Schüler rennen einfach in Basel und in den nächsten McDonalds und holen sich einen Hamburger. Das Schulhaus ist sehr gut gelegen, ein ruhiger, idyllischer Pausenhof. Also es ist eigentlich eine sehr ruhige Umgebung, aber man ist trotzdem mit weniger Schritten in der Tramstation. Also die 5 Jahre in der Minerva haben mich sehr geprägt und ich konnte sehr viel Fortschritt machen.